Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Jawohl. Ich habe jetzt. Bum, bum. Hier haben wir jetzt Classic drauf. Eine Classic ist anscheinend sehr im Work in Progress. Da ist noch nicht sehr viel drin. Deswegen ignorieren wir das einfach. Wir haben es zwar jetzt drauf und wir haben hier eine neue Fähigkeit. Wir können jetzt hier Wowows beschwören. Schreckenspirsche. Guck mal dann gleich mal, was das so macht. Und dann gucken wir auch mal wieder, dass wir andere Skillungen ausprobieren. Und Disziplin. Genau. So. Genau, wir sind jetzt hier im Silberwald. Hui, der Silberwald. Und werden hier schön brav bis zum Erfolg durchquesten. Dann werden wir höchstwahrscheinlich ins Hügelland gehen, wahlweise in die Geisterlande. Guckt mal dann genau, was wir machen. Oh, was gibst du mir denn? Kritische Trefferchance erhöht. Nicer Dicer. Ich muss da wahrscheinlich auf die andere Seite rüber, um ordentlich kämpfen zu können. Das sind Wurge. Boah, testen wir doch mal, oder? Schreckenspirscher. Bäm. Bumm. Meine Armee. Okay, interessant. Warum bleibst du so lange? Ah. Warum machst du das? Ja. Ich glaube, da questet auch gerade einer für die Erfolge durch. Naja, na gut. Das passt schon. Denn wir gehen einfach darüber. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was bekommen wir denn eigentlich bei Gebrechen mit 14? Instabiles Gebrechen. Ein instabiles Gebrechen bei Zerstörung, genau, haben wir Verbrennen. So. Ausbildungsschwert. Nice. So, dann würde ich sagen. Ups. Hier. Dann mähen wir sie hier nieder. Und der nächste, Hand von Gul'dan. Bumm. Acht auf, mein Zoo. Bam. Ist ganz nett, ist ganz nett. Ich möchte mal wieder Gebrechen ausprobieren. Ich möchte hier einfach mal ein bisschen hin und her skillen. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil ich rumprobieren will. Instabiles Gebrechen und Blutsauger. Das läuft dann quasi so ab, oder? Zack. Zack. Ach, ein stabiles Gebrechen muss ich. Das ist der Seelensplitter. Wie oft kann ich denn das drauf? Moment. Wie oft? Fünf Stapel gleichzeitig. Das ist ja nice. Ich habe keinen Seelensplitter. Vergaß. So, jetzt haben wir einen Seelensplitter. Schwören wir ganz kurz ein Wichtel. So. Ich bin außer Reichweite. So, ein stabiles Gebrechen hier drauf.
Hier machen wir einen Blutsauger. Der geht so kaputt. Ich glaube als Dämonologie Jäger würde ich schon sagen. Dingensbumsen. Hexenmeister war es doch leichter. Probieren wir dann gleich nochmal Zerstörung aus. Haben wir jetzt Verbrennen. Ich möchte irgendwas, was Bums macht. Aber wo ich selber Bums mache und nicht Bums im Sinne von der Typ macht Bums. So. F. So, guck mal doch mal. Beschwören wir mal das Wichtel. So, komm du mal ran hier. Was zeigst du eigentlich? Zwei Seelensplitterfragmente. Chaosblitz! Bäm! Das macht Bums. Das gefällt mir. Zack! Zack! So. Schön die Haut abziehen. So, was hast du? Wird immer kritisch treffen. Der müsste eigentlich one-hitten, oder? Passt. Oh, ein Malachit. Was war das? Paralysis? Oder Pyrolyse? So. Feuerspons verringert die Zauberzeit, Verbrennung, Chaosblitz. Okay. Also quasi. Zack. Und du bist schneller. Bäm. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Und bist du schneller? Bumm. So. Spielen wir mal so. Müsste ich ja auch bald den Lehrwandler dann bekommen mit Stufe 20. Das ist zu weit entfernt. So. Bist ein. Das ist kein Ramob, schade. Dann haben wir schon 50. Dann holen wir noch die Kräuter. Hier bin ich fast am überlegen, ob ich nicht mir ein bisschen Ausrüstung zusammenklabuster. Wir sind nicht so gut dabei, sage ich jetzt mal. Zwei, drei grüne Sachen. Wir könnten aber schon lange ein paar mehr gute Sachen haben. So, jawohl, Crit. So. Ich bin außer Reichweite. Gut, dann haben wir die Quests fertig. Bum, bum, bum. Was ist das? Geschichtsfortschritt. Nicer Dice. Den knallen wir hier voll. Den Geschichtsfortschritt. So, großer Exekutor. Was jetzt? Was ist das? Ein Zauberstab mit Intelligenz. Weniger Intelligenz. Dafür könnte ich ein Schildhand geführt tragen. Weniger Ausdauer. Ich behalte das einfach mal im Hinterkopf. Was verlangt ihr vom Tod? So. Was ist? Denkt an Geduld und Disziplin. Ja, Geduld und Disziplin. Was jetzt?
Was jetzt? Tötet 50 Murlocs. Murlocs, okay. Murlocs töten, das kriegen wir hin. Ich werde mal ganz kurz bei Sound noch ein bisschen die Musik nach unten drehen. Was haben wir da? Seuchengebräu fügt allen Murlocs der Fensterflossen im Kreis von 10 Metern Naturschaden zu. Ihr seid keine Murlocs. Ja, auch nicht. Da, du warst bestimmt ein Ramob, oder? Wenn du noch da bist, kümmere ich mich um dich. Also ein Ramob ist immer richtig fäh. Seid ihr für welche? Flüchtlinge aus dem Hügelland. Nun gut, nun gut. Riesenbär. So. Ich bin außer Reichweite. Zack. Zack. Oh, hier gab's zu Classic so eine richtig scheiß Quest. Auch mit diesem Moorriesen oder Elementaren, die auf der Insel da waren. Dumme Sachen einsammeln. Und glaube ich hier so und so. Und da hast du dich hier stundenlang rumgekämpft, weil die so mies gedroppt haben. Und hier die Burg. Hier glaube ich war eine Elite-Quest und ich glaube dort war eine große Elite-Quest. Natürlich hier das Elite-Gebiet zu Classic. Wolf noch da? War hier glaube ich. Bevor ich die Quest hier jetzt abgib, gucke ich mal ganz kurz, ob der Wolf noch da war. Bri 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 di. Wo ist der weiße Wolf? Wo ist der weiße Wolf? Der weiße Wolf, der war doch hier. Da ist er ja. So, Blutmaul. Bams. Danke. Für die schön vielen XP. Warum sollte der so viel wert sein? Ups. Wird aber echt. Das Ausbildungsschwert wird öfters gekauft. Das wundert mich. Das gibt so oft. Soll ich ihn hier Outfit speichern, okay? Da muss ich gucken, ob das mein Lederverarbeitungsdude kann. Ich bin ja auch so ein Rezeptsammler, ja. Ich sammle so gut wie fast alle Rezepte, dass ich auch so gut wie fast alles herstellen kann. Ja. Chicky, chick, chick, chicky, chicky, chick, 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 chicky, chick. So. Bald können wir reiten. Dann ist das alles kein Problem mehr. Bin ich ja auch mit Stufe 16 kriegt man, glaube ich, allgemein einfach nur Furcht. Mit Stufe 18 allgemein Gesundheitsstein und dann allgemein den Leerwandler. Ling. Na komm. Bitten wir hier ein paar. Ein bisschen XP einsammeln. So. Supi. Was bist du da für einer? Ein Jäger. So, wir haben jetzt Talente und können so ein paar Sachen machen. Dungeons könnten wir gehen, Todesminen, Flammenschlund. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Seelenfeuer. Moment.
So, ja, okay. Lernen wir erstmal hier das Video. Werden eh nicht reden? Nee. Blöd, dass ich das nicht überspringen kann. Ja, genau, das sind quasi die Wolken, die was schon immer hier gab. Ja, red schneller. Uns hat er nicht entdeckt. Lucky, lucky. So. Nun gut. Dann gucken wir mal ganz kurz. Feuersprung. Feuersprung verursacht 99% mehr Schaden und gewährt zusätzliche Aufladung von Paralyse. Chaosblitz für 7 Sekunden ein Ziel zu. Schaden. Was erhöht den? Achso. Verbrennen Sie das hier und verringert die Abwehr. Ja, Seelenfeuer. Ich nehme das hier. Einfach nur deswegen. Pam, da haben wir gleich zwei. Was natürlich dann maximal vier Aufladungen. Vorhin hatte es zwei, oder? Quasi bumm. Ah, das ist ein Problem. Aber, ah, lol. Das bleibt dann. Ach, jetzt kapiere ich das. Das ist generell auf 30%. Also es wird dann generell nicht 60% dann schneller, sondern es bleibt halt 30%. Hier 30% und dann hätte ich jetzt noch einen Stapel. Okay, I see and I understand. So, dann könnten wir jetzt Dungeons gehen. Flammenschlund, Todesmine, noch nicht. Werden wir aber irgendwann bestimmt gehen. So. Ich bin von den Hier bekommen wir Verlassenen. tolle Schüchens. Vertraut niemandem. Und schon sind wir wieder ein bisschen stärker. Nicer, dicer. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. So. Und jetzt müssen wir zur was? Flotte des Kriegshäuptlings. Ist hier rein zufällig gerade. Nö, natürlich nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!